wir machen heute eine Haul. Und zwar nicht nur irgendwelche Haul, sondern eine Billa-Haul aus Österreich. Wir sind immer noch in Österreich. Naja, wir sind ja auch heute angekommen. Und wir waren im Supermarkt. Der heißt Billa. Und genau, da haben wir uns ein paar Sachen gekauft. Und da das Wetter so schlecht ist, haben wir gedacht, gehen wir doch einfach mal zum Supermarkt. So, da haben wir uns erstmal eine Literflasche Wasser gekauft. Du musst doch immer dazu sagen, wie teuer die war. Ach so, das wäre mein erstes Haul. Das kannst ja. du vielleicht mir immer dazu sagen. Ja, ich sag, ich helfe dir immer. Genau. So, das ist die Einkaufsliste, dann kannst du immer schön dazu sagen, wie teuer es war. Genau, oder du kannst es einfach mal sagen, während ich das Produkt teste. Also dieses Verslauer Wasser, glaube ich nicht, dass es in Deutschland gibt. In Deutschland? Doch, gibt es. Und es hat 65 Cent gekostet. Echt? Gibt es in Deutschland? Ja. Dann brauchst du ja nicht zu probieren. Probieren wir es mal aber trotzdem. Ich finde diese Flasche total praktisch. Es schmeckt wie Wasser. Mhm. Richtig lecker. Also, gebonkt. Gefällt mir. Dann haben wir eine Marke gefunden, die heißt Clever. Abwasser, stilles Wasser. Und wir sind auf die Idee gekommen, dass Clever das Pendant zu Ja-Produkt aus Deutschland ist. Sind wir nicht clever? Diana, wie viel hat das gekostet? 25 Cent. 25? Echt? Mhm, es gibt hier auch keinen Pfand. Übrigens. So gar kein Pfand? Nee, wir sind in Österreich. Interessant. Sehr schön. Und dann haben wir gekauft diese leckeren Sour Cream Chips von der Marke Kelly's. Kelly's, keine Ahnung. Und Garden Style Sweet and Sour Chips. Naja, auf jeden Fall schmecken die bestimmt. Sauer, nicht Sweet and Sour, Sour Cream Chips. Wie kosten die? 1,69. 1,69, finde ich ein Schnäppchen. Dann haben wir diese Bonbons gekauft. Die gibt es, glaube ich, auch bei uns. Und das sind nämlich zwei Soft Sour Sahne Bonbons. Ohne Sahne. 1,99. Gibt es die auch bei uns? Ja. Da haben wir ja alles gekauft, was bei uns auch gibt. Aber das ist ja egal. Ich könnte es ja ausprobieren. Und wir sind aber so vollgefressen, dass wir keine Lust haben, gerade etwas auszuprobieren. Genau, diese Schokolade habe ich noch nicht ausprobiert, aber die kennt ihr vielleicht schon. Die gibt es schon seit einiger Zeit. Von Tuck und Milka konzipiert Alpenmilchschokolade mit Tuck-Cracker. Nur für 99 Cent. Nur bei Billa. Niemals von Billa gehört. Aber gut. Und dann haben wir so Nougat-gefüllte Donuts gekauft. Die will ich aber auf jeden Fall probieren, wenn ich die Packung aufbekomme. Ich meine, leider ist das Wetter so schlecht und wir sind komplett nass geworden. Und daher haben wir beschlossen, erstmal wieder ins Hotel zu gehen, uns auszuruhen, da wir noch 2 Stunden geschlafen haben und dann zu schauen. Also, so sehen die aus. Ja, riechen tun die auch ganz gesund. Mhm. Lecker. Wie viel kosten die? 1,69 für 6 Donuts finde ich vollkommen okay. Also Leute, wenn ihr mal in Österreich seid und Billa seht, diesen Supermarkt, auf jeden Fall einkaufen gehen. Dann. Bis später. Tschüss. Du weißt einfach nicht, wann du Stopp machen musst, oder? Ich denke, mein Kaffee.